Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Mich würde das total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr helfen. Und dafür bekommt ihr auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Heute möchte ich euch mal wieder zeigen, was ich eingekauft habe. Ich war nämlich bei Rossmann und habe da einiges gekauft. Also mein Tisch vor mir ist richtig, richtig voll mit Produkten. Ich brauchte auch einiges. Und bei anderen Sachen habe ich mir gedacht, hey, die nimmst du mit. Die sind halt gerade so günstig im Angebot. Oder ich möchte sie halt einfach mal ausprobieren. Und deswegen sind sie in meinem Einkaufskorb gelandet. Und was genau das ist, das zeige ich euch natürlich auch. Einmal waren es Sachen, die ich gebraucht habe. Ich brauchte ein Antikalkgel für die Waschmaschine. Ich habe nämlich in der Stadt, in der ich wohne, ziemlich hartes Wasser, also ist ziemlich viel Kalk drin und ich möchte halt nicht, dass meine Waschmaschine verkalkt und nachher kaputt geht oder irgendwie die Wäsche nicht gut aussieht oder eklig riecht oder alles Mögliche. Deswegen gebe ich zu jeder Wäsche halt ein Antikalkgel oder etwas in der Art mit dazu. Und das, was ich habe, das ist bald leer. Aber ich wollte das eigentlich nachkaufen, das ist mir aber irgendwie ein bisschen teuer. Das ist das von Calgon, also das kostet halt schon relativ viel. Und deswegen habe ich jetzt mal von der Eigenmarke von Rossmann von Domol ein Antikalkgel mitgenommen. Das war deutlich günstiger, 2,75 und deswegen werde ich jetzt mal testen, wie dieser Wasserenthärter funktioniert, ob er mich genauso zufriedenstellt und ob halt die Wirkung auch richtig gut ist. Ich werde es testen und kann es dann natürlich auch berichten, ob ich damit zufrieden bin oder ob ich dann halt doch wieder auf Calgon umsteige. Also damit war ich eigentlich relativ zufrieden, aber wie gesagt, ja, man muss gucken, wo man sparen kann und deswegen habe ich mal probiert, ob es jetzt mit der günstigeren Eigenmarke auch funktioniert. Dann haben wir das Thema Wäsche noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe mir einen Weichspüler mitgenommen und zwar Kuschelweich. Ja, den fand ich vom Geruch wirklich sehr, sehr angenehm. Der riecht sehr schön frisch. Ja, mag ich wirklich gerne. Also ich glaube, den hatte meine Mama auch mal. Auf jeden Fall kommt mir der Geruch ziemlich bekannt vor. Ich habe aktuell einen Weichspüler von Lenor, den ich auch ganz gut finde. Der riecht irgendwie nach Baumwollblüten, also den Geruch mag ich sehr. Allerdings habe ich bemerkt, ich vertrage den nicht ganz so gut. Also wenn ich meine Wäsche damit weichspüle, also normalerweise so am ganzen Körper habe ich da keine Auswirkungen, aber hier so auf dem Bauchbereich, dass meine Haut irgendwie scheinbar ein bisschen empfindlich, da kriege ich manchmal so kleine Pickelchen. Und ich vermute mal, dass es irgendwie an den Duftstoffen aus dem Weichspüler liegt. Deswegen werde ich jetzt erstmal wieder umsteigen auf den von Kuschelweich, weil ich schon öfters welche von Kuschelweich hatte und da dieses Hautproblem noch nie hatte. Deswegen vermute ich mal, dass ein Umstieg zu dem Weichspüler meiner Haut auch wieder gut tun wird. Wollte ich euch halt mal berichten, also dass jede Haut ja auch echt unterschiedlich. Manche vertragen ein Pflegeprodukt gar nicht, andere vertragen einen Weichspüler nicht. Und ein Produkt, was zum Beispiel die liebe Mina sehr, sehr gut verträgt, hat sie mir berichtet, ist das reichhaltige Duschgel mit Arganöl. Das hat sie mir empfohlen. Das kostet 95 Cent, ist also wirklich, wirklich günstig. Ist auch von der Rossmann-Eigenmarke Isana. Und wir waren da zusammen beim Rossmann. Oh, das riecht wirklich auch. Oh, das riecht echt gut. Und sie hat das sich gekauft und ich kannte das bisher noch nicht. Und sie meinte, sie verträgt das super gut. Das ist ein ganz, ganz tolles Duschgel. Da habe ich mir gedacht, so, hey, probierst du es doch mal. Also den Duft finde ich total angenehm. Das riecht irgendwie so richtig schön reichhaltig, irgendwie ein bisschen nussig. Irgendwie riecht es ein bisschen nach Nusskuchen. Ich weiß auch nicht, ob das so beabsichtigt ist. Ich mag auf jeden Fall den Geruch sehr, sehr gerne und werde demnächst auch beim Duschen das mal ausprobieren und euch dann berichten, ob ich damit genauso zufrieden bin wie die liebe Mina. Dann habe ich mir etwas nachgekauft, was ich immer mal wieder brauche, nämlich von Isana Wattepads. Die verbrauche ich nicht mehr in so rauen Mengen wie früher, weil ich jetzt beim Abschminken halt auf die wiederverwertbaren Mikrofasertücher zurückgreife. Aber gelegentlich braucht man ja dann doch mal ein Wattepad, wenn man irgendwie beim Schminken noch mal ein bisschen was wegwischen muss oder wenn ich zum Beispiel Augen-Make-up-Entferner verwende. Das funktioniert mit Wattepads für mich dann irgendwie besser. Deswegen habe ich mir die Packung mit 140 Stück nochmal nachgekauft. Kosten 95 Cent, sind also auch sehr, sehr günstig. Und bei mir war eine Packung jetzt mal wieder fast leer. Deswegen habe ich die mir nachgekauft, damit sie mir nicht ausgehen.
Dann habe ich mir auch etwas nachgekauft, mit dem ich sehr zufrieden bin, von Domol, der Eigenmarke von Rossmann, nämlich einen Raumduft Fresh Ocean. Den hatte ich schon mal bei mir im Bad stehen und den mag ich sehr, sehr gern leiden. Also das ist ein richtig angenehmer, frischer Duft. 2,75 kostet der, ist also auch echt günstig für einen Raumduft, der so rund 3 bis 4 Wochen hält. Ich hatte auch einen von DM jetzt bei mir im Bad. Den fand ich auch ganz gut, aber ich muss sagen, der gefällt mir ein bisschen besser. Der hat noch einen Ticken mehr, ja, Frische, und ich mag das total, wenn man ins Bad kommt und das riecht halt einfach richtig angenehm und frisch dort. Deswegen habe ich mir den nachgekauft und werde ich mir garantiert auch immer wieder nachkaufen, weil das einfach ein super schöner, angenehmer Raumduft ist. Dann bin ich im Vorbeigehen auf eine Bodylotion gestoßen von Jean und Len ohne Gedöns. Ich mag das Wort Gedöns ja auch irgendwie total gerne. Das ist eine hautstraffende Bodylotion mit Aprikosenkernöl. Die war im Angebot für 2,95 und Angebote, ja, die locken mich immer so ein bisschen an. Und ich habe sie dann in der Drogerie getestet und ich muss sagen, der Duft gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, der ist richtig schon fruchtig und die Bodylotion zieht auch irgendwie direkt ein, ist irgendwie, ja, lässt sich gut verteilen und ja, wie gesagt, dieses ohne Gedöns hat mich irgendwie auch ganz angesprochen, ist auch ohne tierischen Ursprungs mit den Inhaltsstoffen, mit ohne Parabene, Silikone, Mikroplastik und Mineralöl, also auch etwas, was mir immer sehr gut gefällt an Produkten, wenn sie halt wirklich auch auf die Inhaltsstoffe, also wenn die Hersteller auf die Inhaltsstoffe achten. Deswegen habe ich mir die mal mitgenommen, die werde ich testen, ob sie mir denn halt auch so gut gefällt wie viele andere Bodylotions, die ich bei mir in Verwendung habe. Auf jeden Fall, ja, die kenne ich halt noch nicht und da bin ich gespannt, wie mein Eindruck dann sein wird. Ein Produkt, das ich schon länger kenne und das ich sehr mag, ist der Augen-Make-up-Entferner von Isana. Da wechsle ich immer mal wieder zwischen dem von Balea und Isana. Ich finde beide genauso gut. Also da nehmen sich beide Produkte nichts. Die sind auch ähnlich günstig, 95 Cent. Ich finde, da kann man auch wirklich nichts falsch machen. Und das Augen-Make-up lässt sich wirklich super gut entfernen. Also ich mache den immer nur so ein paar kleine Spritzer auf ein Wattepad, lege das auf die Augen und wische das dann runter. Und der ganze Lidschatten ist weg und auch mit wenig reiben. Also ich reibe nicht mal wirklich, ich wische eigentlich nur, ist auch Mascara entfernt. Und gerade wenn man halt ein bisschen mehr Augen-Make-up trägt, wie ich heute zum Beispiel mal wieder, kann man halt mit solchem Augen-Make-up-Entferner das super gut entfernen. Deswegen ein Produkt, das ich euch echt empfehlen kann, wenn ihr halt ja recht intensive Augenlooks geschminkt habt und ja auf eure Wimpern achtet, dass man irgendwie nicht mit Reibung und so weiter den zu Leibe rücken muss. Also ganz, ganz tolles Produkt, mag ich sehr, war bei mir jetzt fast wieder leer, habe ich nachgekauft. Ein anderes Produkt, das ich sehr mag und das ich mir nachgekauft habe, ist von Rival Loves Me, der Blur Primer, beziehungsweise die Blur Primer Drops mit Cranberry-Extrakt. Die mag ich super, super gern. Also die haben so einen leichten Glow, also so einen leichten Schimmereffekt, riechen schön fruchtig, lassen sich gut verteilen, ziehen super schnell ein und man kann sich richtig, richtig gut mit denen schminken. Also auch gerade, wenn man Sonnencreme verwendet hat. Also darauf achte ich ja schon. Und bei vielen Make-ups, beziehungsweise wenn man noch Primer darüber verwendet, habe ich das Problem, dass sich das Make-up dann abrollt. Also dass man diese hässlichen kleinen, ja, Produktwürstchen sozusagen im Gesicht hat. Bei diesem Primer allerdings nicht. Deswegen mag ich den super gern, auch wenn man zum Beispiel eine Sonnencreme mit einem sehr schönen hohen Lichtschutzfaktor verwendet hat und den Primer dann darüber, kann man sich ganz normal schminken, ohne jegliche Abrolltätigkeiten oder sonstige Einschränkungen. Deswegen mag ich den super, super gern und kaufe mir den immer wieder nach. 2,99 finde ich, ist auch ein absolut fairer Preis und der hält auch richtig lange. Also ich bin mega zufrieden mit diesem Produkt und werde mir den auf jeden Fall immer wieder nachholen. Dann habe ich mir etwas anderes mitgenommen von Rival de Loop, nämlich aus der neuen Limited Edition Sunset Lover ein Serum Skin Tint. Da war ich ganz gespannt. Also das soll halt so leichte bis mittlere Deckkraft haben, ist sehr, sehr flüssig und ja, soll halt die Haut so ein bisschen ebenmäßiger machen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, also kann ich euch jetzt noch keinen ersten Eindruck schildern. Hat 3,99 gekostet, sind 30 Milliliter drin, ist auch vegan. Ja, ich bin schon ganz gespannt, das auszuprobieren. Vermutlich werde ich das morgen bei dem nächsten Make-up machen. Aber mal schauen, ob ich damit zufrieden bin. Also bei Skin Tints bin ich immer mal
man so ein bisschen skeptisch. Manche decken halt auch wirklich Unebenheiten ganz gut ab oder Rötungen und so weiter. Andere sind halt wirklich eigentlich nur wie so eine ganz, ganz leicht getönte Tagescreme. Deswegen bin ich gespannt, was dieser Skin Tint so kann. Dann nachgekauft habe ich mir von For Your Beauty ein Wimpernbürstchen aus Kunsthaar für 1,69 beziehungsweise, also ich werde es nicht für Wimpern benutzen, sondern für Augenbrauen. Und zwar habe ich schon wieder den nächsten Pinsel verschlissen. Ich habe so ein Spoolie-Bürstchen, das hatte ich mir vor einiger Zeit von BH Cosmetics gekauft und war super, super zufrieden. Allerdings war ich, glaube ich, ein bisschen zu, überschwänglich bei der Reinigung des Bürstchens. Ich spüle das ja auch immer mit Shampoo aus. Und da habe ich dieses Bürstchen hier oben aus dem Stiel rausgezogen. Ich habe es zwar auch wieder reingedrückt bekommen, aber seitdem sitzt es halt nicht mehr so hundertprozentig fest. Und meine Augenbrauenroutine ist ja so, dass ich zunächst mit einer Augenbrauenpomade, mit einem Pinselchen die Augenbrauen nachmale, halt kleine Lücken auffülle und so weiter und danach zum Verblenden mit so einem Spoolie-Bürstchen dann nochmal durchgehe. Und ohne das Spoolie-Bürstchen wirken halt meine Augenbrauen nicht natürlich genug, irgendwie eher zu balkenartig. Man sieht dann halt dann doch die Linien da drin. Deswegen möchte ich auf so ein Spoolie beim Augenbrauen-Style nicht verzichten. Deswegen musste ich mir da jetzt mal wieder was nachkaufen, weil ich einfach befürchte, dass der ansonsten sehr, sehr gute Pinsel von BH Cosmetics nicht mehr allzu lange halten wird. Und ich brauche natürlich dann Ersatz. Deswegen habe ich mir den von Rossmann mitgenommen. Mal schauen, wie ich so mit dem zufrieden bin. Ich werde auch versuchen, nicht mehr ganz so hart daran rumzuruppen, damit das hoffentlich dann ein bisschen länger hält. Dann habe ich mir für 1,49 etwas mitgenommen, was ich noch nie ausprobiert habe, was mich aber total interessiert, nämlich von Isana die Körperenthaarungspads ohne Chemie, ohne Schnittgefahr, natürliche und schonende Haarentfernung. Habe ich noch nie probiert. Also die Dame auf dem Bild hat irgendwie ja so eine Art Pad, wo man seine Hand reinschieben kann und dann irgendwie die Haare runterreibt. Ich kann mir das ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig vorstellen, ob das etwas ist, was gut funktioniert, mit dem ich gut klarkomme. Ich werde das auf jeden Fall zeitnah mal ausprobieren und schauen, ob das für mich so funktioniert. Ich glaube, ich muss mir die Haare erstmal an den Beinen ein bisschen wachsen lassen. Ich habe mir erst vor kurzem die Beine rasiert, die sind also jetzt noch delfinglatt sozusagen, aber ich werde es mal probieren, ob ich damit klarkomme und ob das den gewünschten Effekt hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht habe ich hier noch eine weitere Möglichkeit gefunden, ja, zur Haarentfernung. Ich habe halt einen Epilierer, ich habe einen Rasierer und ich habe auch schon mit Warmwachs die Haare einfach weggerissen. Ich komme mit allen drei Methoden relativ gut klar, wobei Rasieren sozusagen die einfachste ist, wenn man zum Beispiel unter der Dusche steht und gerade den Conditioner oder die Kur in die Haare einwirken lässt, kann man sich nebenbei noch schnell die Beine rasieren. Das ist schon fein. Aber vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, mit denen ich genauso gut klarkomme. Ich werde das auf jeden Fall testen und kann euch natürlich dann auch gern berichten, ob ich damit klarkomme, ob ich euch das empfehlen kann oder ob das vielleicht eher nichts ist. Ich weiß es noch nicht, ich kenne das Produkt halt noch gar nicht, aber ich werde es euch natürlich berichten. Dann habe ich mir von Shebens, waren im Angebot für 570 Cent, zwei Augengel-Pads mitgenommen. Einmal Lifting-Effekt mit bis zu 119% mehr Feuchtigkeit bringen. Wow, nicht schlecht. Und nochmal der Multi-Effekt, reduziert Augenringe und Schwellung, mehr Feuchtigkeit und Ausstrahlung. Ich mag diese Augenpads ja wirklich relativ gerne, gerade wenn ich irgendwie so ein bisschen Augenringe habe oder Schwellungen und so weiter. Ein paar Minütchen im Kühlschrank aufgelegt und wow, dann sehen die Augen danach wieder viel offener und strahlender aus. Allerdings bin ich auch schon das ein oder andere Mal bei diesen Augenpads so ein bisschen reingefallen. Also bei denen von Yuti, die habe ich irgendwie oft nicht so vertragen, aber bei denen von Shebens, Balea oder Isana hatte ich bisher immer ganz gute Effekte, aber auch da war ich immer so ein bisschen vorsichtig und habe so die erste Minute mal abgewartet, okay, brennt irgendwas, fühlt sich das komisch an, aber bisher habe ich zum Glück gute Erfahrungen gemacht. Aber wie gesagt, wenn ihr euch irgendwas in die Nähe der Augen auflegt, vorsichtig sein, weil irgendwie gerade hier will man ja nun wirklich keine Schwellungen oder Reizungen haben. Deswegen aufgepasst beim Augenpad auflegen. Dann habe ich am Catrice-Stand ordentlich zugeschlagen. Da gehen nämlich einige Produkte aus dem Sortiment raus
Und da waren einige Sachen dabei, die ich noch nicht hatte, die mich grundsätzlich zwar schon interessiert haben, aber wo ich gedacht habe, ja, so dringend brauchst du jetzt auch nicht zum Vollpreis. Aber zum stark reduzierten Preis habe ich sie mir dann doch mal mitgenommen. Und zwar ist es hier einmal eine kleine Lidschattenpalette, die Earth-Palette. Für 2,50 € habe ich die bekommen. Die war, glaube ich, um 50% reduziert. Die finde ich wirklich recht hübsch. Ich mache sie euch mal auf und zeige sie euch. Das ist eine sehr natürliche Palette. Also es sind halt viele Brauntöne drin, eher so im warmen Bereich, denn einen diesen sehr, sehr dunklen Grauton und hier einen ja recht hellen Ton, dazu noch ein Highlighter und eine Base. Ich mag natürlich auch diese schönen schimmernden Töne. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt so richtig sieht. Diese drei Töne schimmern auf jeden Fall sehr, sehr schön und intensiv. Und ich habe mir gedacht, okay, für 2,50 € kann man nicht wirklich was falsch machen, auch wenn das jetzt eher eine dezente, zurückhaltende Palette ist, aber auch das braucht man ja mal, wenn man irgendeinen seriösen Termin hat oder irgendwie sowas. Dann will man jetzt vielleicht nicht so ein krass ja, buntes Augen-Make-up haben, wie ich es heute zum Beispiel wieder habe. Deswegen habe ich die mir mal mitgenommen und ich werde die ausprobieren und vielleicht bin ich auch ganz zufrieden damit und falls nicht, finde ich bestimmt irgendeinen Abnehmer für ja, so eine schöne natürliche Palette. Aber wie gesagt, ich muss sie testen und vielleicht bin ich auch mega, bin ich total mega geflasht und begeistert und will sie dann ständig benutzen. Ich kenne sie ja noch nicht. Wir müssen uns noch kennenlernen, die kleine Palette und ich. Dann habe ich mir mitgenommen, auch von Catrice, ein Brow Gel, auch für 2,50 €, war auch 50% reduziert. Ich hatte euch ja gerade schon berichtet, wie meine normale Augenbrauenroutine ist. Aber ich bin natürlich auch immer gewillt, dazu zu lernen. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du doch mal dieses Gel mit. Das ist so ein bisschen wie so ein, ja, wie ein Lipgloss sozusagen, das Bürstchen schon, das trägt man dann halt so in die, ja, in die Augenbrauen auf und verblendet das so ein bisschen. Ich habe es noch nie getestet, es hat mich interessiert und bei dem Preis habe ich gedacht, nimmst es mal mit. Wäre natürlich jetzt super ärgerlich, wenn es aus dem Sortiment geht und ich auf einmal mein absolutes favorisiertes Produkt entdeckt habe. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so spannend und toll, wie ich es mir vorstelle. Ich werde es auch zeitnah ausprobieren, euch dann auch berichten, wie ich damit zufrieden bin, ob das ein tolles Produkt ist, das ich empfehlen kann. Also, naja, vielleicht sollte ich es euch nicht unbedingt empfehlen, weil, wie gesagt, es wird jetzt aus dem Sortiment genommen. Aber vielleicht gibt es ja was Vergleichbares als Nachfolgeprodukt oder auch bei anderen Herstellern. Also, wie gesagt, ich muss es erstmal kennenlernen und kann dann berichten, ob es eine ja, ein Produkt ist, das wirklich empfehlenswert ist. Dann habe ich bei den Mascaren total zugeschlagen. Ich habe nämlich mit Schrecken entdeckt, dass eine Mascara aus dem Sortiment gibt, die ich total feiere, nämlich die Glam and Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Die habe ich schon 3 oder 4 Mal nachgekauft, habe sie mir jetzt 2 Mal mitgenommen für auch 2,50 €. Die feiere ich total. Ich mag die richtig gerne. Also man kann sozusagen seine Wimpern pflegen und so ein bisschen zum Wachsen animieren und gleichzeitig sich auch noch schminken. Deswegen ist es für mich ein tolles Kombiprodukt. Scheinbar ist es nicht so gut angekommen bei allen wie bei mir. Deswegen habe ich mir jetzt die beiden letzten mitgenommen, die noch da waren und hoffe, dass ich halt mit denen noch einigermaßen gut klarkomme. Ich mag die halt wirklich total gerne. Ist eine tolle Mascara, die tolle, lange, super gepflegte und gut getrennte Wimpern macht. Deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass die jetzt aus dem Sortiment geht. Aber ich habe ja zum Glück noch zwei ergattern können. Dann habe ich noch zwei weitere Mascaren mitgenommen, auch aus der Glam and Doll Reihe. Das ist die Volume Definition Mascara mit Rizinusöl. Auch die habe ich mir zweimal mitgenommen. Die hat sogar nur 1,95 € gekostet. Ich habe mal von der lieben Jamila, Grüße gehen raus an sie, den Tipp bekommen, dass Rizinusöl super gut für Wimpern und Augenbrauen ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du die doch mal mit. Ist denn wahrscheinlich auch gut für die Pflege und fürs Wachstum und so weiter. Mal schauen, ob ich mit der auch so zufrieden bin, wie mit der anderen Mascara. Ja, das wäre jetzt echt super ärgerlich, wenn das meine absoluten Lieblingsmascaras werden. Und ja, dann kriege ich die nicht mehr nach. Aber ich glaube, mit 4 Mascaren komme ich jetzt erstmal eine Weile hin. Deswegen, ja, ich glaube, na, ich wechsle immer so alle 3 Monate Mascara. Deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich für ein Jahr damit erstmal genug. Und ich denke mal, innerhalb von einem Jahr werde ich schon ein Produkt finden, das würdiger Nachfolger sein wird. Dann habe ich noch etwas gefunden, womit ich überhaupt nicht mehr gerechnet habe, was mich total gefreut hat. Nämlich von Riva Loves Me den Holy Grails Flawless Baking Powder. Den feiere ich ja so sehr. Das ist ein absoluter Lieblingspuder aus der Drogerie. Der wurde vor
oh, das ist schon eine ganze Weile her, so also schon weit über ein halbes Jahr, von Riva Loves Me und Maxim Giacomo herausgebracht. Und der Puder ist so toll. Also wirklich, also ich verwende den jeden Tag. Ich habe mir den in rauen Mengen gekauft, als die Limited Edition auf dem Markt war. Und zum Glück gibt es dieses Produkt ja jetzt auch im ständigen Sortiment. Sieht aber ein bisschen anders aus. Also hat halt so ein rosa Deckel, hat halt nicht mehr dieses wunderschöne Design. Kostet ansonsten 3,99. Ich habe jetzt noch einen aus der Limited Edition für 3,49 bekommen. Da habe mich mega gefreut, weil wie gesagt, dieses Puder ist der absolute Hammer. Ich kenne aus der Drogerie tatsächlich kein besseres. Ich feiere das total und habe mich sehr gefreut, dass ich das jetzt nochmal gefunden habe. Das war auf so einem Aufsteller, wo reduzierte Produkte waren und da habe ich mich direkt drauf gestürzt, als ich das Design gesehen habe. Weil wie gesagt, der Puder ist der absolute Hammer und kann ich echt nur empfehlen. Ihr werdet es wahrscheinlich echt schwer haben, das Original nochmal zu finden. Aber wie gesagt, Riva Loves Me hat wahrscheinlich bemerkt, dass dieses Produkt einfach so toll angekommen ist und im ständigen Sortiment könnt ihr es jetzt auch nachkaufen. Dann brauchte ich noch eine Spülung für meine Haare und habe mich für die Pantene Pro V Volume Pur Spülung entschieden, weil das im Angebot war für 1,75 und da habe ich mir gedacht, hey, nimmst du die doch direkt mit? Und mit Volumenspülung von Pantene habe ich eigentlich bisher immer nur gute Erfahrungen gemacht. Deswegen habe ich mich für die entschieden und im Angebot, ja, wie gesagt, günstig und funktioniert gut. Was will man denn bitte mehr? Ein weiteres Produkt habe ich mir mitgenommen, das ich noch nicht kenne, und zwar aus der Isana Pure Reihe. Ein Toner. Mein Toner ist nämlich leer. Ich hatte den von Salted eine ganze Weile in Verwendung und ich war mit dem mega zufrieden. Also meine Haut hat sich auch sehr, sehr gut mit diesem Produkt verstanden. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe ein deutlich klareres, schöneres Hautbild bekommen. Allerdings wollte ich mir dieses Produkt jetzt einzeln nicht nachbestellen, weil ich noch ein paar andere Produkte von Salted gerade in Verwendung habe, die noch nicht leer geworden sind. Ich wollte jetzt erstmal warten, bis mehrere Produkte leer geworden sind, ehe ich dann eine große Bestellung mache. Und deswegen habe ich mir für den Übergang erstmal diesen Toner besorgt und hoffe natürlich, dass meine Haut ähnlich gut darauf reagieren wird. Ich bin auf jeden Fall mit Tonern komme ich sehr, sehr gut klar. Also ich kann dieses Produkt echt empfehlen. Also nach der Reinigung damit nochmal über die Haut gehen sozusagen, um ja die Haut nochmal so richtig vorzubereiten auf die Pflegeprodukte, die danach kommen. Gefällt mir sehr als Produkt und ich hoffe natürlich, dass dieses Produkt meine Erwartungen an einen Toner erfüllen werden. Ne? Wir wollen uns verstehen. Okay, dann habe ich nochmal von Isana für 75 Cent Pflegekapseln Hydro mitgenommen. Die sind regenerierend mit Ginkgo und Vitamin E für feuchtigkeitsarme Haut. Ich finde diese kleinen Kapseln für so eine richtige Hautpflegekur immer ganz gut, wenn man sich abends nochmal so richtig was gönnt, wenn man merkt, so puh, war ein langer, anstrengender Tag, meine Haut braucht noch ein bisschen Zuwendung. Da sind solche Kapseln echt immer richtig gut geeignet und die waren auch im Angebot, deswegen habe ich sie mir mitgenommen und bei mir funktionieren die halt wirklich, wirklich gut. Dann konnte ich, ach Gott, ich bin echt so ein Lidschattensuchti, das ist schlimm, aber ich konnte nicht dran vorbeigehen, weil ich bei den letzten Lidschattenpaletten von Riva Loves Me, beziehungsweise auch von Riva Loop so zufrieden war. Ich hatte ja, hatte ich euch auch gezeigt, die Lidschattenpaletten aus der Limited Edition, die Lisbon-Paletten, und mit denen war ich richtig, richtig zufrieden, deswegen konnte ich an der hier auch nicht vorbeigehen. Das ist aus der aktuellen Limited Edition die Sunset Lover Lidschattenpalette mit 12 richtig schönen Farben. Ich versuche euch die zu zeigen, ohne dass ihr geblendet werdet von meinen Ringlichtern hier. Also ihr seht schöne Grüntöne, Blautöne, oben auch ein paar warme Töne. Und ich bin schon ganz gespannt, sie auszuprobieren. Aber hier ist noch der Klebi vor. Deswegen kann ich jetzt nicht swatchen. Ich müsste sie erstmal öffnen. Aber ihr seht ja schon richtig, richtig schöne bunte Farben. Und weil ich halt einfach bei den letzten beiden Lidschattenpaletten so angenehm überrascht war von der tollen Qualität, also ich verwende die auch weiterhin regelmäßig, habe ich mir gedacht, okay, dann, wenn die letzten beiden so gut waren, wird die Lidschattenpalette wahrscheinlich auch wieder richtig gut sein. Deswegen habe ich sie mir mitgenommen, hat 3,99 gekostet, ist also auch ein echt fairer Preis, da kann man absolut nicht meckern. Die letzten beiden Produkte, die ich euch zeigen möchte von meinem Einkauf, sind Flavor Drops. Der habe ich mir in der Geschmacksrichtung Haselnuss und Buttercookie mitgenommen. Ich verwende die nicht zum Backen, wie man vielleicht jetzt annehmen könnte, sondern ich tröpfle sowas in meinen Kaffee. Ich hatte das letztens ausprobiert mit, ich glaube, das war eine andere
Firma, das hatte ich irgendwie bei Edeka gekauft, auf jeden Fall, war das die Geschmacksrichtung Cookie. Das hat richtig, richtig gut geschmeckt. Ich habe mir immer so ein paar Tröpfchen in einen Glasbehälter mit so etwa 250 Milliliter Fassungsvermögen eingetröpfelt und dann Hafermilch drauf gegossen, das Ganze dann geschüttelt und dann auf der Arbeit immer nach und nach so in meinen Kaffee geschüttet. Und das war sozusagen. Ja, hat also den Kaffee milder gemacht durch die Hafermilch und halt auch leicht gesüßt durch diese Tropfen und hatte halt auch noch so ein richtig tolles Aroma. Irgendwie hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil ich möchte versuchen, ein bisschen weniger Zucker noch irgendwie in meiner Ernährung zu haben. Und normalerweise, ja, verwende ich ja Kaffeesirup, was super, super lecker ist und ein tolles Aroma in den Kaffee bringt, aber eben halt auch eine Menge Zucker hat. Und ich hatte dann mit einigen zuckerfreien Sorten herumprobiert, aber irgendwie hat das nicht so richtig geschmeckt. Deswegen versuche ich jetzt mit diesen Flavor Drops irgendwie meinen, ja, Sirup-Verbrauch zu reduzieren. Und ich sag mal, wenn man davon drei, vier Tröpfchen verwendet, selbst wenn da auch Zucker drin ist, ist es natürlich deutlich weniger, als wenn ich jetzt so einen ganzen Schuss Sirup in meinen Kaffee schütte. Und ich hoffe natürlich, dass Haselnuss und was ist das? Buttercookie mir genauso gut schmecken werden wie halt die andere Sorte, die ich aktuell in Verwendung habe, die halt schon halb leer ist. Aber es funktioniert halt für mich gut. Schmeckt richtig klasse und so kann man natürlich auch Variationen in den Kaffee mit reinbringen. Und ich bin halt so ein echter Kaffee-Junkie und ich liebe es, mit Kaffee zu experimentieren. Deswegen hoffe ich natürlich, dass es mit denen auch klappt. Die sind nicht ganz billig. Also pro Fläschchen kosten die 4,99. Also da kann man schon sagen, 30 Milliliter für 4,99. Aber die halten halt auch wirklich ewig, weil man wirklich nur ein paar Tröpfchen davon braucht. Und wenn man dann überlegt, dass man vielleicht pro Anwendung 2 Milliliter verwendet, dann ist das schon in Ordnung, wenn man das hochrechnet, wie viel man stattdessen für Kaffeesirup ausgeben würde. Die sind ja auch nicht immer ganz günstig. Das stimmt, aber das war auch noch ein Punkt, den ich mir überlegt habe, weil der Kaffeesirup, den ich sonst kaufe von Monin, der ist in letzter Zeit auch richtig, richtig teuer geworden. Und dann habe ich mir gedacht, so, nö. Da versuchst du mal mit einer anderen Alternative mit weniger Zucker und wo du auch noch Geld sparst. Und ich hoffe natürlich, dass die beiden Sorten mir genauso gut schmecken werden wie der Vorgänger. So, das war mein Rossmann-Haul. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich hatte auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Einkaufen und beim Präsentieren der Produkte. Und wir sehen uns auch schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Bis dahin, eure Ramis.